Yo. Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, also wieder zu Race 07, unserer Streckenvorstellung. Wir sind in Schweden angekommen, in Gothenburg oder Göteborg. Echo Drive Arena, mit dabei ist der Vaivo. Servus, hallo. Und der Jake. Hallo, servus, grüß Gott zu Hause. Übrigens, es ist Gothenburg, weil Göteborg ist, glaube ich, noch was anderes. Sitzen wir irgendwo, steht zumindest Göteborg. Mal sehen. Oh. Strecke ist übrigens feucht, Vorhersage Regen. Nur mal so. Ich dachte noch, ich fällt es nicht auf. Ja, du Schlawiner, du. Du alte Schlampe. Eine. Genau. Jake und ich bin also auch dabei. Ja, danke, Joker, fürs Vorstellen. Ja, hab ich doch. Achso. Ja, ist ja nicht zu. Ja, aber ja, nur so, ja, die kriegen es nicht mit. Die Strecke ist nass. Das kriegen sie nicht mit. Das kriegen sie nicht mit. Oh. Jetzt fahrt doch mal. Oh, oh. Volvo! Ups. Ups. Kommt der da angeschossen? Ich dachte, du bist schon weiter vorne. Nein, tut mir leid. Jake vorbeiflitzen gesehen, Gott. Und ich habe vorher gesehen, dass ihr so knapp beieinander wart. Ja, Jake ist durch, okay. Joker wahrscheinlich auch. Aua. Ich wurde missbraucht. Ja, das war ich jetzt aber nicht. Nee, hab ich auch nicht gesagt. Aua. Du musst schon wieder brennbumsen. Aua. Die haben uns, aber mich haben sie zumindest verarscht. Die Strecke ist doch gar nicht nass. Ja, hat er mir auch nicht empfohlen. Na, die Regenreifen. Auch nicht. Seid doch froh. Ich hab sie trotzdem genommen. Schlinger ich hier. Feucht und Regen. Boah. Ich glaube, die Strecke kenne ich nicht. Oder wenn sie mal sie vielleicht einmal gefahren oder so zum Testen. Also ich zumindest. Ich glaube, da waren wir auch irgendwie alle besoffen. Alle auf jeden Fall an Bord irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob es da Material mit so einem Kleber. Beißler an Bord. Jenny an Bord. Ich weiß aber halt nie, ob wir da überhaupt aufgenommen hat. Jake wird auch so. Oh Gott, ist das scheiße. Furzer an Bord. Okay, also mir sagt irgendwie nichts. Es klart doch auf hier. Mir sagt die Nixe. Die alte Schickse. Keine Ahnung, ob es die in echt gibt. Ja. Da sie STCC. Strecke ist. Au, Alter, ich rutsch nur mehr. Ja, ich auch. Und, ich glaube, die KI hat Trockenreifen. Wahrscheinlich. Ich gehe an die Box, bringt da nichts. Wenn ich es eingestellt bekomme. Nee, krieg ich nicht. Na. Da ist die Box! Wo ist denn jetzt wieder diese scheiß Bestätigtaste? A? B? C? Y? Hier steht ja noch jemand. Hallo. Kuckuck. Hallo. Kann auch noch länger stehen. Geil, jetzt werden wir mal ordentlich überrundet. Hallo, Chao. B, okay. Wahrscheinlich. Go, go, go. Oh, ich das hat doch vor. Uagic. Was zur Hölle? Hat's den Jake da gerissen? War ich das schon wieder? Muss mir meine Einstellungen irgendwann nochmal durchluchen. Boah. Ja, vier verrutschen. Naja. Boah, Blue Flag mir am Arsch. Wie es mich immer noch wegzippelt. Ja, okay. Oder hat er nicht übernommen gehabt?
Ja, vielleicht hat er mich einfach losgeschickt. Ah, bei mir auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr diese Links- und Rechts-Probleme. Aber Jake fährt wieder. Ja. Ich bin wieder mal gestört worden. Wie soll es doch anders sein? Diesmal haben wir nichts gehört. Immerhin. Oh, sorry, Mario. Oh mein Gott! Sorry. Achso, du warst es. Nee. Alter. Mein Gott, nee. Oh! Das war aber auch, glaube ich, immer so eine Strecke. Wenn ich die, glaube ich, habe die damals mal irgendwie so zuerst gefahren gehabt und dann hatten wir die immer, glaube ich, Multiplayer gefahren. Ist aber, wie gesagt, viele Jahre her. No, und irgendwie kann ich mich, glaube ich, gut dran erinnern, dass die KI aber... Was ist denn hier los? Dass die KI ich bin auf Start und Ziel. Ja! Ja! Die KI hier nicht so schlecht war. Nee, das ist mir ja gerade auch aufgefallen, wobei ich natürlich nicht weiß, ob die Trockenreifen haben. Also schlecht kam. Ich bin die auch und sind wir die mal zusammengefahren vielleicht? Kann sein. Weil ich meine eben auch, dass ich sie mal gefahren bin. Und da Jocke auch. Jocke meinte gerade, war irgendwie die ganze Truppe dabei oder so. Kann mich aber nicht erinnern. Ja, das ist wie gesagt, also ziemlich zum Start, obwohl wir das alle denn damals hatten. Wahrscheinlich, nee, da werden wir mal alle getestet haben, die wir so haben. Also das, was ich meine, ist noch gar nicht so lange her. Okay. Hm. Ich fahre jetzt hier auf den Reifen zu Ende. Aber man muss auch sagen, dass das halt wieder so ein typischer scheiß Monaco-Quatsch-Tinifi ist, dass du jede Ecke, wo du rankommst, dein Ende ist. Oh dass Gott. Dass die KI hier halt übermächtig ist! Vorsicht, ich komme! Alter Fahrfuß, du blöde Sau. Nino! Lass deine Fotze fahren und dann ist gut. Die kann wenigstens was. Die kann stöhnen. Das Einzige, was wir hören wollen. Das ist übrigens dein Joke, ja. Der hat ja richtig perverses. Ja, das ging. Ich mach so eine quietende Lira Fahrfuß mehr geiler als diese ASMR-Scheiße zum Beispiel. Ach, mittlerweile habe ich zwei Schäden. Willst du Schaden? Einen im Kopf und einen am Auto, oder was? Genau. Genau. Du sagst es, Jake. Nee, es ist aber nass. Es ist auf jeden Fall feucht. Und zwar komm ich aber mit meinst dem... Meinst du wegen der leichten Spur, die wir da hinter uns ziehen, oder was? Jo. Die kommt nicht im trockenen Zustand. Kommen wir bislang mit den Reifen hier auf jeden Fall noch klar. Da ist er gerade noch durchgeschlüpft. Projekt nur bei Valvo. Oh! Oh, Prioxo! Blöder Fotze. Prioxo? Obelix. War was mit mir, Jake? Nee, ich bin im Jump-Check draufgedübelt. Okay. Könnte aber noch mal interessant werden. Boah, Jake. Die schleudert jetzt aber auch ordentlich. Ja, weil ich jetzt natürlich die Reifen... Boah. Gerade geht gar nichts mehr. Ich müsste was die mal wieder gekühlt kriegen. Okay. Jetzt nur falsche Reifen.
Ja, ich habe immer noch die falschen Reifen. Du hast jetzt was? Regen oder trocken? Ja. Regen. Ja. Ja, mach doch Platz, ihr Arschkrampen. Nein, diese verdammten Käfer, die sind nicht mein Level hier. Keep cool, Joker, keep cool. Na, ihr bist halt hier, mein Gott. Bam, hinter dir. Oh, der Jake. Boah. Oh. Da kommt der Jockel. Ich hab ein paar Aufhängungen. Ah, ihr miesen Pisser. Du hast dich einfach so weggedreht. Boah. Da schlittert dann die Box. Ja, Aufhängung halt von halbe Runde zuvor, Hulk. Wenn ich dran gedonnert bin. Bam. Hinter dir wieder der Jukadella oder wer es ist. Ja, also ich sag mal. Drei. Ich hatte da jetzt nicht so den mega Spaß und dann kommt doch das komische Wetter dazu. Das hilft nicht. Das wird mir besser als jede längere Variante à la Monaco oder Singapur oder Aserbaidschan oder also eine Scheiße. Von daher 1. 7,5. Oh. Boah, ich fand's eigentlich auch ganz okay. Also würde ich mal eine 7 geben. Da kannst du dir schon mal ausrechnen, was bei mir dann Monaco so eher kriegt. Monaco ist auch nur dieser Fun-Faktor. Und sie gehen rein. Coin in the box. Voll finde ich das Schiff hat da. Ja, die Schiffe, die hier so stehen, auch cool. Oh Gott. Scheiß, die Wand da. Das war die Motorhaube. Das war die Motorhaube. Was ist das selber, Mann? Übrigens. Alter, die paaren sich da auch. Übrigens, gibt's hier einen guten Puff in Schweden? Harald. Weißt du, ne, nichts mit Zöpfen, lach, geh weg. Ne, nichts mit Männern, ne. Nein, auch keine mit Pimmel, nein, danke. Joker P19. Vor dir ist mehr hier. Hinter dir ist Dumpchuk. Scheiße. Ohne Motorhaube geht nichts mehr. Ist sie aufgeklappt und du siehst nichts oder was? Ne, die sind halt hier abgeballert. Die ist weg. Tschüss, weg. Ich sehe nur noch meinen brennenden. Jetzt hat die Rennleitung das Problem. Ich sehe nur noch meinen brennenden Motor hier. Hat wir Würstchen, hallo. Ich hab Hunger. Jake hat Würstchen. Alle zu Jake. Holt ihn euch. Where's the Beta? P24. Klingt auch wie Humor. Aua. Sims. Woohoo. Ach. Einfach kein Vorbeilasse. Ist jetzt mein Ziel hier als 19. ins Zille zu kommen. Willst du Phil kommen ins Zill? Mit Hill.
Grüße natürlich an den Weißler und an den Kenny. Wuhu! Und die anderen Zuschauer. Ja, kommentiert, wie findet ihr die Strecke? Genau, wer namentlich erwähnt werden will, muss kommentieren. Ihr mal die TM-Fahrer. Fahrfuß. Lira Fahrfuß. Lira Fame. No. Aber es kann natürlich sein, dass wir etwas Versatz haben, also von so ein paar Monaten. Das kann ich schon mal vorkommen. Ja. Also wenn wir erst im Jahr 2021 grüßen, dann wisst ihr warum. Oh, was geht denn hier noch? Hält da vorne irgendjemand auf? Michael Beisel ist mittlerweile Bundespräsident. Nee, er ist erstmal Bürgermeister in Freiburg. Hat den Horn gestürzt. Der Glock gewinnt. Ich bin am Ende auf das 17. Weltklasse. Ja, freut mich. Hätte ich nicht gedacht. Oh, das Rennen. Mm. Love you guys, love you. Jetzt die Bratwurst. Freu ich mich. Jetzt ein Würstchen. Lecker. Das ist der Jake. Nochmal der Beste rausgefahren. Also ja. Göteborg in Zwerg oder Gutenburg oder Kannibale von Rotenburg, was weiß denn ich. Oder Greta von Thunfischhausen, letztes Jahr auch am Arsch, ich weiß es nicht. Arsch schießt mich einfach. Wieder daneben geschossen, aber egal. Gut, dann vielen Dank an Valve und an Jake fürs mit dabei sein. Naja, auch. Gerne. Also nicht gerne, aber... Gerne. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, kommentiert, wie findet ihr die Strecke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Wiederlage.